Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Risen 2. Ich habe mich mal hier zum Camp teleportiert, denn wir wollten ja nochmal bei dem ersten Tempel der Ahnen vorbeischauen, jetzt wo wir die Quest eigentlich erledigt hatten, um zu gucken, ob sich das da lohnt mit dem Loot oder ob das eher alles ins Negative abdriftet oder was. Das ist ja so eine Entweder-Oder-Quest. Eigentlich hatten wir die erledigt. Aber der Wächter sagte, wenn wir, wenn nochmal die Masken entnommen werden, dann wird der Zorn der, der Ahnen auf sie herabregnen. Irgendwie sowas waren seine Worte. Aber mich interessiert ja eher, was finden wir hier noch eventuell? Was? Was ist geschehen? Wieso bin ich wieder hier? Du Elender. Du konntest es nicht lassen, oder? Na warte. Ich helfe dir. Betty? Legt sich mit einer Stahlbart an. War jetzt auch ein bisschen überdramatisch, das Ganze. Du stehst ja jetzt ein bisschen im Weg. Ich will die Leute gerne looten. Nichts. Richtige Konsequenzen hat das Ganze jetzt nicht so wirklich, ne? Oh. Wir kriegen halt mehr Ruhmpunkte und ja. Gut gemacht. Im Endeffekt ist das für uns eine Win-Win-Situation. Die anderen Masken werden wir jetzt nicht holen, weil die Tempel waren ja jetzt komplett geplündert. Da hatten wir alles mitgenommen, was da war. Ging mir jetzt eigentlich nur darum, dass wir gucken, was hier noch zu finden ist. Ah, bisher ist das jetzt so nur halt Gold, ne? Ich hätte gedacht, vielleicht ein legendärer Gegenstand oder irgendwie irgendwas ganz Spezielles, was man halt nur hier finden kann, wenn man das dann halt so macht. Ja, aber das hat ja jetzt eigentlich keine Konsequenzen, glaube ich. Wir können jetzt einfach mal spaßeshalber mal eben zum Dorf der Marakai gehen. Sind die irgendwie böse? Anscheinend ja nicht. Danke nochmal. So, die bedanken sich sogar. Möge dein. Gut, dann hätten wir das sogar erledigt, beziehungsweise mein Interesse, was wir da in den Tempel finden, hätten wir damit auch dann gestillt. Gucken wir mal, wie wir das nächste angehen werden. Die Bucht von Marrakesch, das versteckte Tal. Muss den Schaman Osumanu finden, oder wie der jetzt hieß, ich habe den Namen vergessen. Stand da gerade nochmal, ich hätte besser gucken sollen. Ja. Osamu. Ich weiß jetzt, wer der Feind ist. Garcia hat sich als Kommandant Corrientes ausgegeben. Er hat den Marakai-Stamm getäuscht. Ist das wahr, Gucho? Leider, ja. Dann haben wir den Kabuki hineingelassen. Du musst dich darum kümmern, bevor es zu spät ist. Das werde ich. Yalla, yalla, Hoshi. Verlier keine Zeit. Stör mich jetzt nicht. Stör. Okay, ich will mich die ganze Zeit darum kümmern. Aber wie soll ich denn das jetzt machen, ohne dass die ganze Welt gegen mich ist? Ah, das Dorf der Marakai. Gehen wir zum Schiff von Garcia. Sind ja jetzt... Ich muss mich um meinen eigenen Kram kümmern. Die Protektoren sind jetzt alle hier, so wie es sein sollte. Gerade nicht. Das hatten wir ja geklärt. Dass Garcias Männer hier nicht mehr so einfach draufkommen. Die Frage ist, gerade. Kriegen wir da. Doof, dass hier kein Punkt ist.
Haben wir denn hier noch irgendwie eine Unterstützung von irgendjemanden im Hafen der Protektoren oder sind wir jetzt auf uns alleine gestellt? Weil so jetzt wieder gegen Garcia zu kämpfen, macht ja keinen Sinn. Wir haben das ganze Dorf gegen uns. Es hilft uns ja keiner. Der alte Schamane hat uns das ja nicht geglaubt, so von wegen, das ist ja, unterstützt uns gegen Garcia, bla bla. Der hat das ja gar nicht geglaubt, dass das Garcia sein könnte. Wir müssen auch noch mit uns, unserem Schiffs Eldrick reden. Denn wir haben ja diese Insel auch noch gesäubert. Es gibt noch tatsächlich viele kleine Sachen zu tun. Große Quests haben wir natürlich auch noch, aber hier und da immer mal noch so kleine Aufgaben, die wir machen können. Guter Pirat, Freund von Habib. Ja. Hier sind wir mit allen soweit befreundet, aber es bringt uns ja alles nichts, wenn die uns nicht unterstützen gegen Garcia. Oder jetzt, wo wir mit Osmanu geredet haben, haben wir jetzt vielleicht die Möglichkeit, er sagt schon irgendwie, dass wir die Ältesten, den Schamanen da warnen können, oder was? Dass Osmanu auch auf unserer Seite ist. Wir halten hier die Stellung. Ja, das hilft mir, weil jetzt habe ich erst... Vor dem Ende der Welt kann man nicht fliehen. Leute, das bringt mir alles nichts. Wir halten hier die Stellung. Schön, dass ihr die Stellung haltet und ich aufs Maul kriege. Ja, leid. Ka. Möge dein... Ich bär... Bin ein bisschen aufgeschmissen tatsächlich gerade. Wenn wir mit dem Häuptling hier reden. Weiß aber nicht, wie wir welche Quests machen sollen, um jetzt da voranzukommen. Komm später wieder. So, gucken wir nochmal. Erste Quest. Achso, willst du mit der Dingens, das müssen wir mit der Grace, das müssen wir auch nochmal machen. Da wäre auch ganz außer Acht gelassen. Ich habe Garcias Logbuch gefunden, Garcias Schatz. Müsste ja dann. Genau, das ist da bei der Höhle. Müssen wir vielleicht erstmal hier weg? Ich habe Garcias Logbuch gefunden. Und? Was schreibt er? Seinen Schatz hat er in einer Höhle auf Antigua vergraben. Das Passwort für den Eingang lautet, Garcia ist der Größte. Verarschst du mich? Nein. Dieser Mistkerl ist nicht nur gierig, sondern auch verdammt eingebildet. Ich kann es kaum erwarten, nach Antigua zu kommen. Ja gut, ich glaube, dann machen wir das jetzt einfach mal als Zwischending. Ich weiß sonst nicht, wie wir da jetzt erstmal gerade weiterkommen sollen. Vielleicht können wir, wenn wir den Schatz von Garcia haben, dann irgendwie was triggern oder so, dass dann irgendwie was passiert. Dass dann Schlacht zwischen ihm und mir oder irgendwie stattfindet. Naja, machen wir erstmal hier das. Hier hast du die Gargoyle-Eier von Marakai. Ich habe es doch gewusst. Die Biester sind berechenbar. Sagte ich dir das nicht? Ja, ich denke, sowas in der Art hast du mir gesagt. Das hast du gut gemacht. Du bist ein wahrer Held. Kammerjäger ist wohl passender. Die Gargoyles von Marakai sind Geschichte. Sehr gut. Das lässt mich wieder ruhiger schlafen. Gut. Die Bucht von Marakai ist sauber. Ja, das hast du gut gemacht, mein Freund. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Okay. Was nun? Auf zur nächsten Insel. Ich hoffe, wir haben bald alle Gargoyles gefunden. 5 von 6. Also da sind wir schon mal auf einem sehr guten Weg. Läuft das schon mal nicht so verkehrt in der Hinsicht? Was haben wir wieder in Ruhm? Ja gut, also Härte 10, das wäre schon... Dein kleiner Freund fängt an, uns Ärger an Bord zu machen. Jafar?
Wieso? Was macht er denn? Alle Nase lang verschwinden irgendwelche Dinge. Nichts Wildes. Ein bisschen Kram hier, ein paar Goldmünzen da. Er ist recht geschickt dabei, uns Stück für Stück die Taschen zu leeren. Zu wenig, um Alarm zu schlagen, aber zu viel, um es einfach zu ignorieren. Und du bist dir ganz sicher, dass es der kleine Gnom war, ja? Ach komm, sei doch mal ehrlich. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Hm. Ist gut. Ich rede mal mit ihm. Okay, jetzt haben wir nochmal so eine kleine Sidequest dazu bekommen. Reden wir mal mit ihm. Deine Heimat ist jetzt gargoylfrei. Jip, du bist guter, großer Held, der alles kann. Auch die Welt retten. Von wem hast du das denn? Patty, sie sagt doch immer so, naja, so ähnlich. Das ist ja interessant. Was erzählt sie denn sonst noch so über mich, hm? Alles Dinge, die sie hat verboten zu reden darüber mit dir. Verboten? Da schlägt ihm fast einfach den Boden aus, das hätte ich nie gedacht. Na gut, dann will ich es auch besser gar nicht wissen. Jep, jep. Reden wir mal über deinen Nebenverdienst hier an Bord. Bleso? War mir klar, dass du auf dem Ohr taub bist, kleiner Langfinger. Tu dona blemo Jaffa, Missada. Spiel hier nicht den Beleidigten, ja? Du hast meine Crew bestohlen. Oder willst du das etwa abstreiten? Stehlen ist ein böses Wort. Jaffa ist nicht böse. Jaffa sammelt Dingi. Wenn du verbietest, einem Gnom Dinge zu sammeln, ist es so, als wenn du sagst, hör auf zu atmen. Gib mir, was du geklaut hast. Und lass es in Zukunft. Zumindest bei meiner Crew, okay? Kacke. Wie bitte? Hier hast du. Jaffa wird nicht mehr sammeln an Bord. Versprochen. Gut. Schönes Schiff. Danke. Wäre schade drum, wenn Mara es in seine Einzelteile zerlegt. Dann passen wir besser auf, dass Mara uns nicht erwischt. Sie wird jeden unserer Züge schon im Voraus erkennen. Mit der Einstellung können wir ja gleich einpacken. So wichtig bin ich nicht, dass meine Einstellung ins Gewicht fallen würde. Wir schaffen das schon. Wenn nicht, werden wir es bald erfahren. Darüber reden wir noch. Später. Ei. Er ist immer so negativ. Patty. Achso, okay, die sagt da gar nichts zu. Ja, haben wir das auf jeden Fall es geklärt. Es wird Zeit, neu... Dann geht es auf nach Antigua. Da können wir ja auch die Sache mit Grace jetzt eigentlich und Wilson klären, oder? Die Sache können wir doch jetzt eigentlich auch mit in die Hand nehmen. Weil, wenn wir schon mal, achso, das kann ich überspringen, wenn wir schon mal vor Ort sind, dann machen wir das doch direkt. So. Das können wir überspringen. Nehmen wir Patty mit. Komm mit. Gut. Dann schlafen wir am besten hier einmal bis zum nächsten Morgen. Es ist irgendwie gefühlt immer Nacht und immer Unwetter. Also irgendwie geht der Tag hier irgendwie nur 2 Stunden oder was. Wie oft wir einmal bis zum nächsten Morgen schlafen und es ist einfach dann, bevor der Tag vorbei ist. So kommt es mir auf jeden Fall vor. So, wir reden mit der Anführungszeichen schönen Garcia. Oder Grace. Ja, Grace. Mit den schönen Garcias werden wir auch noch reden. Ja, der Rum ist das Beste. In Ordnung. Hier ist dein Gold. Gut. Geh zu Wilson und sag ihm, dass ich ihn in Kürze aufsuchen werde. Aber ich warne dich. Zu keinem anderen ein Wort. Ist das klar? Klar. So, und jetzt geh. Schönen Tag noch. Herr Kapitän? Ja, der Rum ist das beste Partie. Schutz haben wir immer noch nicht. Stürze sind halt einfach für uns ein Manko. So oder so. Müssen wir trotzdem noch vermeiden. Wilson! Erstmal lass hier. Mich mal... mal kurz gucken. War natürlich beides so noch nicht. Ja. Egal.
Ich hab mit Grace über dich gesprochen. Im Ernst? Was hat sie gesagt? Sie will sich mit dir treffen. Was? Wirklich? Oh, das ist ja... Wie hast du das geschafft? Ach, warte. Ich will es gar nicht wissen. Ich werde meinen besten Anzug tragen. Wenn ich bloß wüsste, wo ich ihn nochmal hingelegt habe. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich hab zu tun. Keine Belohnung, nichts. Das war die Aufgabe. 500 Gold sind wir dann losgeworden. Puh. Dann auf zum Schatz von Garcia. Garcia könnte von diesem Wasserfall gesprochen haben. Ich bin bei dir. Wieso sind denn jetzt hier Feinde? Gut gemacht. Wahrscheinlich, wenn man jetzt hier hinreisen würde, dann hätte man nochmal so hier und da einen Feind gehabt oder was? Keine Ahnung. Mal sehen. Garcia ist der Größte. Dieser arrogante Hund wird schon sehen, wer hier der Größte ist. Ich bin bei dir. War richtig weggeflogen. Bringen wir dir mal Fliegen bei hier. Seltsames Tor. Das ist Garcias Schatzhöhle. Ich helfe dir. Bewacht von ein paar Viecher. Mistviecher. Aber die sind ja mal absolut gar kein Problem mehr für uns. Dann haben wir eine kleine Truhe. Easy. Ja, das ist jetzt nicht so wirklich ein Schatz. Noch nicht. Aber Stahlbart hatte seinen Schatz ja in den Schatz von Garcia versteckt. Ja, dann haben wir nochmal den separaten Schatz von Stahlbart in der, auf der Insel der Schätze quasi. Auf der Schatzinsel. Da müssen wir halt auch nochmal hin. Aber das machen wir erst, wenn wir, glaube ich, Maracay soweit fertig haben, würde ich sagen. Oder, ja, keine Ahnung. Ich würde gerne erstmal eine Insel abschließen, bevor wir dann weiter zur nächsten ziehen. Oh, da ist ein Grafikfehler, man kann durch die Welt gucken. Zusammen packen wir das. Oh, Helden Cloud und eine Spinne. So viel dazu. Ja, Heldenkraut ist auf jeden Fall sehr cool. Gucken wir mal, dass wir das direkt uns einverleiben. Klingenfest, kugelsicher, Einschüchterung. Ja, unsere Talente sind mittlerweile schon wow. Also Klingenfest sind wir schon bei 110. Gut, das hat natürlich auch mit der Kleidung zu tun. Aber der Wert ist ja schon Wahnsinn. Wollen wir mal. Schnarsch. Dann wollen wir doch mal sehen. Garcias Schatz. Ich euch mal lieber Feuer. Amulett der Erde. Ein mächtiges, uraltes Bann-Amulett. Brauche es im Kampf gegen Mara. Funke in der Ring. Gold, Goldpokal, dies, das. Artefaktjäger, Errungenschaft. Stahlbarts Artefakt im Schatzversteck von Garcia. Interessant. Hätten wir das auf jeden Fall auch schon mal erledigt. Ah, hätte ja klappen können. Dann halt so.
bisschen was zu süppeln. Und ein Blümchen. Gut, dann hätten wir auch das erledigt. Ja, die Insel der Toten, das lassen wir mal aus. Ja. Er sagt ja, wir sollen erst das mit Garcia erledigen, bevor er sagt, dass er uns da hilft. Bauminsel, Schatzinsel. Ja, das war ja die Harlock-Geschichte. Reich der Toten. Marakai-Stamm wahrscheinlich dann auch bei den uralten Tempel, denke ich mal. Lagerhaus von Antigua. Okay, das ist ja dann, sind doch auf Antigua. Lagerhaus. Ich war jetzt gerade verwirrt. Ich dachte, hä, wir sind doch auf Antigua. Aber ja, sind wir. Wir müssen halt gucken, dass wir... Was sein muss, muss sein. ...ins Lagerhaus reinkommen. Beziehungsweise, wir waren ja schon drin. Ich glaube aber, dass wir da nicht alles öffnen konnten. Zu meinen besten Zeiten haben mir die Weiber nach einem Raubzug zu Füßen gelegen. Sind jetzt hier überhaupt jemand da, der uns aufhält? Bei den Typen, der hier eigentlich die Wache hatte, den haben wir ja weggeschickt quasi, sag ich mal. Ich bin verwirrt. Bin ich das vielleicht einfach nicht? Muss ich hier genauer schauen? Den ersten Blick nicht zu sehen, aber auf den zweiten vielleicht. Kann ja sein. Ich meine, ist ja immer ein legendäres Item, aber trotzdem. Zu meinen besten Zeiten haben mir die Weiber nach einem Raubzug zu viel. Bla bla. Lagerhaus. So wie es reingeht. So der Strick sollte im Lagerhaus auf Antigua. Wer den Schaden hat, sollte ich da finden. Man da mit dem Affen durch. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt hier erklären kann. Versuchen Sie mal mit dem Affen. Wo bin ich denn hier? Okay, da komme ich so gar nicht hoch, oder? Ist vorgesehen, dass ich da hinten am Dach rüberspringe. Ah ne, guck mal hier. Noch ein... Ah, guck mal, krass. Nochmal eine Unterkonstruktion hier im Dach. Galgenstrick. Unglaublich. Also gut, da muss man sagen, gut versteckt. Hätte ich das jetzt nicht nachgelesen, so hätte ich das wahrscheinlich nie so explizit jetzt gefunden. Also wenn ich jetzt nicht da guckt, wo man das denn finden kann. Galgenstrick. Cool. Ja, das ist ja nice. Dann gucken wir uns das mal eben an. Alles. Nein, das war hier. Sammlung, Galgenstrick ganz unten. Das gibt Muskete plus 10. Der Strick wurde mit einer Muskete durchgeschossen. Ja, jetzt haben wir noch 4 legendäre Items zu finden.
Das nimmt doch jetzt langsam Fahrt auf. So, gucken wir nochmal ganz kurz durch. Dalbals Besitz. Also wahrscheinlich auf der Schatzinsel. Insel der Toten. Da vermute ich mal, weil das in der Nähe des Tempels sein. Reich der Toten. Hier irgendwie, nö, auch gar keinen Anhaltspunkt dafür. Genauso wie wir dafür dann keinen Anhaltspunkt haben. Ja. Okay. Im Endeffekt kommen wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir so weiterkommen können. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zum Schiff zurück und wir reisen nochmal nach Marakai, versuchen es nochmal irgendwie. Ich habe das Amulett der Erde. Sehr gut. Damit hätten wir dann ein weiteres Titanenartefakt. Ich hoffe, die nutzen uns auch was. Hey, Mara ist ein bösartiges Weibsbild. Die wird dich doch nicht aufhalten. Nicht solange du auf mich aufpasst. Lass den Blödsinn. Wir haben noch viel zu tun. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Kann halt so mit netten Worten nicht umgehen. So, ja, Sturminsel. Der Harlock ist ja... Stimmt, den Harlock haben wir ja mit an Bord, ne? Warte mal. Den Harlock haben wir doch an Bord. Okay, hier in unserer Kapitänskabine ist er jetzt nicht. Aber wir müssen ja mit ihm sprechen. Ich muss sagen... Okay, und das heißt? Ich sag mal so. Wenn ich in jeder Holzsacke der faule Gestank der Inquisition stecken würde, wäre es ein verdammt guter Kahn, Sir. Gut, dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Aye, aye, Captain. Also das ist auch ganz schlimm bei ihm. Ne? Also dieses Septum ist ja schon bei Frauen immer so ein Ochsenring. Und sieht absolut furchtbar aus. Und ja, bei ihm sieht es recht aus wie ein Ochse. Ich habe Stahlbarts verlorene Tagebuchseiten. Na, das klingt doch schon viel besser. Ich konnte allerdings nur drei Hinweise finden. Eine Tagebuchseite fehlt. Tatsächlich? Ich weiß nichts von einem vierten Hinweis. Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. Also ich habe meinen Teil erfüllt. Was ist mit dir? Ich habe den Weg zur Schatzinsel noch im Kopf. Ich zeige euch den Weg und auf der Überfahrt werde ich mir die Hinweise einmal ansehen. Wenn wir angekommen sind, bin ich wieder ein freier Mann. Einverstanden. Na, dann versuch mal dein Glück. Okay, jetzt haben wir das auch als Reiseziel. Dann hätten wir das auch schon mal zumindest getriggert. Ja, die Marakai-Geschichte lässt mir aber nur keine Ruhe. Wie wir das jetzt letzten Endes mit Garcia lösen. Hätten wir hier die Schatzinsel. Die machen wir aber jetzt echt noch nicht, weil ich würde das halt schon gerne irgendwie abschließen wollen. Wäre schon... besser. Es ist wieder Nacht. Und wieder bis zum nächsten Morgen schlafen. Und dann können wir Patty auch mitnehmen. Habe ich jetzt ganz vergessen. Und wir wollen uns ja nicht alleine auf den Weg machen. Denn wer weiß, was da die Kämpfe auf uns lauern und ob wir Garcia jetzt besser stellen können oder nicht. Oder. Komm mit. Ei! Ah, kann ich vielleicht jetzt die Flinte hier vorzeigen und sagen, hier, guck, ich habe die Flinte von gerade nicht. Euren Kommandanten, der ist definitiv tot, oder? Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Wir halten hier die Stelle. Es läuft ja... Jetzt habe ich... Du bist erst tot, wenn du aufhörst, dich zu bewegen. Das läuft ja super. Vielleicht können wir auch mal die Flinte ausprobieren. Wir haben die jetzt noch gar nicht aktiv mal benutzt. Orientes Flinte. Zeig. Oh, deine Ware ist eigentlich so vom Belang. Kaufen einfach mal ein bisschen Muni, einfach mal, damit wir es haben. Ich habe jetzt auch Schrot gekauft. Ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Freunde, aber richtig kann ich mir jetzt hier keinen Reim machen. Das ist jetzt halt leider etwas, ja,
kommen wir halt nicht hin. Ich kann ja mal zwischen den Folgen gleich mal gucken, ob ich dafür eine Lösung finde. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in 2 Tagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Zeigt es doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst doch gerne ein Abo da. Ich bin raus, bedanke mich und sage bis dahin. Tschüss.